In meinem letzten Video habe ich dich ermutigt, alleine Zeit mit Jesus zu verbringen. Hier nun ein praktischer Ratschlag, wie du das machen kannst. Ich persönlich bete am liebsten, wenn ich spazieren gehe, also zum Beispiel in den Park. Nun bin ich aber jemand, der gerne laut betet, also ich rede mit Jesus so wie mit einem anderen Menschen. Wenn ich nun aber im Park spaziere und laut bete, dann bin ich ziemlich schnell bekannt als der schräge Vogel, der Selbstgespräche macht. Deshalb habe ich einen super Trick. Ich tue so, als wäre ich am Telefonieren. Ich nehme dann zum Beispiel meine Earpads in die Ohren und dann quatsche ich einfach mit Jesus. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich jetzt nicht so einen sakralen Gebetston drauf habe. Also ich sage nicht, oh Herr, segne du diese Stadt, sondern ich sage einfach, oh Herr Jesus, ich bitte dich, dass du die Menschen in dieser Stadt segnest. Heute hatte ich übrigens die AirPods vergessen und dann habe ich einfach so das Handy vor mir hergetragen. Die Leute, die machen das ja heute häufig, wenn die irgendwie so einen Videocall führen oder so. Dann habe ich so mit Jesus gequatscht.